Ein weiterer Tag in meinem wunderbaren Reich. Was haben wir denn hier? Eine Streitigkeit, die meiner Rechtsprechung bedarf. Meine jämmerlichen Untertanen kommen offenbar nicht ohne mich aus. Mal sehen. Der große, böse Wolf verklagt die drei kleinen Schweinchen, weil er sich beim Anpusten ihres Hauses durch herunterfallende Dachziegel eine Kopfverletzung zugezogen hat. Die drei Schweinchen klagen wiederum den Wolf an, weil er ihr Haus beschädigt hat. So, willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Civil. Ich habe vorher schon mal zwei Parts aufgenommen, habe ich gemeint. Aber es hat das Hauptmenü aufgenommen und dann gab es so eine Überleitung zu dem, wo wir jetzt sind. Und dann hat Fraps aufgehört aufzunehmen. Und ich habe auch vergessen, den Zeitkäfer zu stellen. Das werde ich jetzt aber nachholen. So, dann werde ich hier, muss ich hier leider gezwungenermaßen nochmal neu aufnehmen. Hoffe jetzt, dass es es jetzt aufnimmt. Und ich werde halt einfach, ich sehe es einfach so, dass ich alles schon kenne bis zu einem gewissen Punkt. Und das versuche ich möglichst gut zu umschreiben. Also besser zu umschreiben, zu überbrücken. Aber ich werde halt schnell bis dorthin wieder hinspielen. Werde aber probieren, möglichst viel nochmal zu zeigen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ist ja eh nur die ersten zwei Parts. Also von dem her ist das kein Problem. Jedenfalls, Seville ist ein böser, kleiner, niederträchtiger König. Und wir müssen jetzt lesen, ihr habt vorher gehört, die drei kleinen Schweinchen verklagen den bösen Wolf. Wir sind böse, wir bestrafen einfach alle. Ich sollte sie alle bestrafen. Sie werden alle dafür büßen, dass ich mir ihr Belastungsgejammer muss. Ich denke, einige Jahre im Bergwerk sind hier angemessen. Oh Mann. Prächtig. Also, selten habe ich solch ein ausgeglichenes Urteil gesprochen. Ja, so ist das. Regierungsgeschäften widmen. Oh ja, her mit dem Nächsten. Was ist da los? Oh, hier ist noch ein weiteres Papier. Ein Brief meines Bergwerksverwalters. Er benötigt dringend unverbrauchte Arbeit. Aber sie hat er ja jetzt gleich wieder bekommen. Ich gehe davon aus, dass ich gerade genügend Freiwillige gefunden habe. Oh Mann. Nichts könnte mir diesen Tag noch verderben. Wer wagt es, mich bei meinen wichtigen Amtsgeschäften zu stören? Ja, wirklich. Hallo. Der hat ein Arschgeweih! Und man sieht seinen Arschgeweih. Rebellen greifen den Palast an! Niederträchtiges Gesindel! Was steht ihr denn hier faul herum? Los, geht nach draußen und vertreibt dieses Pack! Naja, also, wisst ihr... Nun, heraus damit! Also, es ist so... Ach, sei still, du Dummkopf! Wir haben beschlossen, dass ihr uns zu wenig bezahlt, als dass wir uns dem Kampf mit den Rebellen da draußen stellen würden. Oh Mann. Da laufen wir lieber über. Ja, sehr nett. Ihr treuloses Gewürm wollt mir den Dolch in den Rücken stoßen? So weit würde ich nicht gehen. Wir halten euch nur so lange hier fest, bis weitere Rebellen zur Verstärkung eintreffen. Ich hätte eben doch Vernünftiges verstanden. Ja, ist wirklich so. Rebellen zu mir! Wir haben Seville gefangen! Gut, hat's geleckt. Tut mir leid. In den Keller des Schlosses gelangen. Dort kann ich vielleicht durch das versteckte magische Portal fliehen. Ja, warum nicht? Akt 0. Auf der Flucht. Naja, auf Leertaste können wir uns alle Sachen anzeigen lassen, mit denen wir interagieren können. Ich werde jetzt hier aber nicht zu lange bleiben, da ich es selber schon gespielt habe. Und ja, wir können hier aus dem Fenster raus, aber das Fenster ist etwas weit weg und das ist ein bisschen weit hier oben. Aber wir können doch mal das Seil nehmen. Die beiden Metallkugeln an den Enden verhindern, dass ich das Seil einstecken kann. Ärgerlich. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Wir haben ja unser Ding. Du wirst nicht entkommen. Wir können hier nicht vorbei, aber wir haben hier Äxte. Wir nehmen also das und holen uns eine Axt runter, weil wir sonst zu klein sind. Ihr seht ja, wie klein Seville ist und mit dem... Ich glaube noch immer, dass er uns entkommt. Ja. Ausgezeichnet. Das könnte mir für eine Flucht nützlich sein. Okay, wir gehen wieder zurück. Jetzt können wir die Eisenkugeln hier abhämmern. Ja, komm. Und können das Seil dann nehmen. Obwohl wir das nur auf... Wird's lang.
Obwohl wir das eigentlich nur auf einer Seite machen, komischerweise. Exzellent! Ich habe die lästige Seilhalterung abgeschlagen. Ha! Glaubst du etwa, dass du uns mit dem Seil überwältigen kannst? Ja, ich kann einen bösen Knoten formen. Also, bitte, wir nehmen das Seil. Haben jetzt das Ganze, auch wenn hier noch eine Kugel dran ist. Das Seil ist nun mein. Wir können es kombinieren, indem wir einen Enterhaken machen. Hervorragend, ich habe eine Enteraxt gebaut. Ja, aber wenn wir hier das Seil hoch machen wollen, es tut mir jetzt halt leid, das ist etwas obvious, da ich es schon gespielt habe und ja, ich möchte eigentlich schnell da durch und ja, so viele Gags gibt es hier noch nicht, von dem her, ja, ist das ein bisschen ärgerlich, aber ja. Jedenfalls haben wir hier ein Problem. Wenn wir die Seil hier spannen, um aus dem Fenster zu kommen, lenken uns, können wir nicht weg, weil die beiden sehen uns. Wir müssen die beiden also loswerden. Das Schloss ist ohnehin um. Du, ich glaube, dass der König mit uns reden will. Er ist nicht mehr König, du Dummkopf. Wir haben doch rebelliert. Ach so, stimmt ja. Also, was willst du? Okay, wir wissen, der Kleine hier, den können wir schlecht irgendwie dafür bringen, wegzugehen. Also müssen wir uns den Dicken schnappen. Klunk, warum lässt du dich von diesem Wicht dauernd beleidigen? Was hat euch nachher dazu gebracht, zum Feind überzulaufen? Können wir das nicht friedlich einigen? Ihr feigen Hunde, ihr heimtückisch Kollaborateure, seid meine Zeit nicht wert. Klunk, warum lässt du es dir? Was hat euch nachher dazu gebracht, zum Feind überzulaufen? Ich glaube. Was hat euch nachher dazu gebracht, zum Feind überzulaufen? Also, das ging ziemlich schnell, nachdem wir die Horden da draußen. Sei still, Dummkopf! Wir konnten uns nicht länger der gerechten Sache widersetzen! Aha. Klunk, warum, Klunk, warum lässt du es zu, dass dich dieser Wicht dauernd beleidigt? Genau. Smiley, hör auf mich. Er heißt noch Smiley. Sei still, Dummkopf. Okay. Okay, können wir das nicht friedlich können einigen? Können wir uns nicht friedlich einigen? Nein! Dass ihr wieder für mich arbeitet, ihr feigen Hunde. Ihr feigen Hunde! Okay. Ihr Heimtück war das hier. Ach, sei. Okay, wir müssen, glaube ich, muss, glaube ich, zum ersten Mal probieren. Okay, die wollen also nicht weg. Dann probieren wir es schon mal mit unserer Hinteraxt hier. Etwas du zu machen. Wirst nicht entkommen. Probieren wir das trotzdem mal. Ja, es tut mir leid. Ich habe gehofft, es nimmt auf, aber es hat es nicht aufgenommen. Das ärgert mich. Ich glaube, dass Civil gerade fliehen will. Hey, lass das gefälligst! So ist's recht. Ja. Du, mein Magen knurrt bedrohlich. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Bitte. Nein, wir müssen noch auf Verstärkung warten. Solange mich diese beiden Gehirnlosen. Ich das mit dem Seil wohl besser lassen. Naja. Jetzt kann ich sie irgendwie loswerden. Klar, können wir das. Jetzt haben wir nämlich das, was ich wollte. Hab gehört, dass der Herr Hunger hat. Und wenn er Hunger hat, dann tun wir ihn doch mal ein bisschen dazu bringen, dass er weiter Hunger hat. Was gibt's denn noch? Ihr habt vorhin auch dieses Donnergrollen gehört. Habt ihr beiden Nichtsnutze vorhin auch dieses Donnergrollen gehört? Das war kein Donner, sondern dieser verfressene Kerl hier. Ich habe halt einen schweren Knochenbau. Da brauche ich einfach einen kleinen Happen zwischendurch. Verständlich, verständlich, wodurch die Mittagsstunde da. Der kleine Happen wird eine Großfamilie durch den Winter bringen. Ich glaube, wir nehmen mal das erste, weil wir müssen da ein bisschen verhandeln. Verständlich, verständlich, wodurch die Mittagsstunde da ist. Ich gehe fest davon aus, dass der Koch gerade ein opulentes Mahl zubereitet. Ja, wir müssen den nicht das Schwachköpfe, wie ihr so etwas verdient hättet. Ja, wir müssen das obere nehmen. Oh ja, sonst werden wir den nicht los. All die erlesenen Speisen riechen. Gebratenen Schinken, Hühnchen. Ich finde, wir sollten jetzt sofort eine Pause machen. Was? Nein, das ist völlig unmöglich. Wir müssen aufpassen, dass Civil nicht entkommt. Aber ich habe Hunger. Aber bitte, ich laufe doch nicht weg. Wohin denn auch? Das Schloss ist von den Rebellen umstellt. Vollkommen richtig. Also gehen wir essen. Na gut, dann gehen wir eben kurz was essen. Aber wehe dir, wenn andere Rebellen uns Civil wegschnappen. Ja, so sind der Dicke und der Kleine weg.
Und so können wir unsere Geschäfte verbringen. Exzellent! Die beiden Schwachköpfe hier aus dem Weg zu räumen, war leichter als gedacht. Allerdings haben sie offenbar die Tür von außen versperrt. Das ist ja Wurst. Wir haben unsere Enteraxt. Ich klicke mal, dass wir das nicht nochmal sehen müssen. Und wir bauen unsere Enteraxt. Und beginnen unsere wahnwitzig tolle Flucht hier. Wusch, 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 wusch. Uhu! Und gehen nach oben. Klettern hoch, komm, Seville, mach, geh hoch und zeigen mal, wie Jack S. schon im Mittelalter da war, wo ich das nie gesehen habe. Warum fällt mir das gerade an? Ich weiß es nicht. Kennt ihr die Musik? Ist klar, Indiana Jones. Oh, schön. Und zack und aua. Und Klingeling und das Glöckchen fällt uns auf den Kopf. Aua. Nehmen wir mal die Glocke mit. Kann man immer gebrauchen. Bonjour, ich hab geläutet. Ich habe euch eine köstliche Mahl gezaubert, mein König. Ein Franzose, wie könnte das auch anders sein? Ein französischer Chefkoch, wie könnte das auch anders sein? Ja, ich hoffe jetzt, was bringt denn der uns? Was ist das? Ein Hamburger mit einer, hey, voilà, einer Ratte drin. Einer Ratte drin, ne? Das willst du wirklich essen? Naja, okay. Etwas zu essen. Wunderbar. Ich hoffe nur, dass niemand dieses Essen mit dem Begriff Helgas-Mahlzeit in Verbindung bringt. Oh Mann. Offenbar hat mein Chefkoch in der Küche nichts von dem Aufstand mitbekommen. Ja gut, wir nehmen hier mal einen Bierkrug mit. Den brauchen wir nämlich. Und wir gönnen uns doch mal einen Happen. Auch wenn wir... Nicht schlecht. Fast könnte ich noch etwas vertragen. Nicht wirklich. Da ist eine Ratte in diesem Kingsrein. Okay. Wie ist der Plan? Ich zeige euch mal... Oh, hier ist eine Tür offen. Gehen wir mal raus. In die Küche können wir nicht, weil der Koch... Ihr wisst, Köche und ihre Küche. Okay, na hier nach draußen. Oh. Diese beiden schwachsinnigen Wachen... Ja, die Schwachköpfe machen da draußen... Party, also besser gesagt Pause. Mich die beiden Hohlköpfe nicht vorbei. Also ohne die Tarnung kommen wir nicht durch. Ist das die einzige Möglichkeit, in den Keller zu der kommen. Der einzige, der hier da ist, in, was den wir uns verkleiden können, ist als Koch. Und der Koch, da müssen wir irgendwie aus dem Weg räumen. Die kleinen Schweinchen. Oh Mann. Wir brauchen den Schlüssel hier, um uns in Versteck zu machen. Und das beste Versteck ist wohl in dieser Uhr drinnen. Deswegen werden wir hier, weil wir eh zu klein sind, um in den Schlüssel zu kommen, auch wenn da schon für den Weihnachtsmann Socken aufgehängt sind. Ist doch noch gar nicht Weihnachten. Seht ihr, das ist das Problem, fällt ins Feuer. Aber wir haben ja einen vollen Bierkrug und... Genau, und jetzt kommen wir an den Schlüssel ran. Der Schlüssel ist nun mein, aber zu welchem Preis? Dahin ging der erlesene Tropfen, einfach verdampft. Eine Tragödie. Eine Tragödie. Ja, wir werden jetzt den Koch aus dem Weg räumen. Dann sind wir nämlich schon relativ schnell vorangekommen, so wie ich das gerne möchte. Und dann werde ich nachher noch gucken und hoffen, dass es aufgenommen hat. Sonst, ja, mich das ein bisschen aufregen. So, wir haben aber noch zu wenig Platz in der Uhr hier drin. Öffne dich. Ja. Und ja, wir in der Uhr verstecken, aber wir müssen... Das Pendel ist im Weg. Ja, wir müssen das Pendel abbrechen. Oh, schade. Und die Uhr bleibt um 5.12 Uhr stehen. Schade um das gute Stück. Nun ja, wenigstens so, ist nun mehr Platz. Jetzt können wir uns hier drinnen verstecken. Und das werden wir auch machen noch. Das Versteck. Ja. Ja, aber ich bin, glaube ich, weitergekommen im ersten Aufnehmen. Aber das ist Wurst. Ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt machen und hoffen, dass es aufgenommen hat. Werde das kurz nachschauen und dann werde ich noch ein Part aufnehmen. Und dann könnt ihr mir noch sagen, wegen dem Sound und der ganzen Angelegenheit. Und dann... sehe ich euch im nächsten Part. Auf Wiedersehen.